Hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Episode von Let's Play Minecraft Cobblemon. Wir haben uns in der letzten Episode auf den Weg über den Ozean gemacht und haben auch schon hier ganz schön was zurückgelegt. Und wir haben diese Pilzinsel hier gefunden. Und auf dieser Pilzinsel hier läuft jetzt gerade dieses Parasek rum. Und dieses Parasek versuchen wir uns jetzt mal zu fangen. Und wir probieren es mal mit dem Eisenschweif. Vielleicht auch mal ein Elektroball. Oh je, das macht uns ganz schön Schaden. Ja, so viel dazu. Ja, weiter geht's mal mit Tengulist. Wir einmal kurz hier zur Seite gehen. Puh, geh weg. Megasauger. Ist das schon wieder so ein Kampf, wo jedes unser Pokémon getötet wird, einfach mit einer Attacke? Ist das schon wieder so eine Scheiße? Alter Schwede, ey, Gengar. So, Finsteraura. Es bleibt einfach ein unfassbarer Nervfaktor, dass jedes Pokémon die Hälfte der Pokémon einfach mit einer Attacke auslöscht. Da werde ich mich nicht mit abfinden. Da müssen die eigentlich wirklich was dran ändern. Sonst ist das hier einfach nur alles Quatsch. So, bevor jetzt dieser komische Abbaueffekt uns weiter auf den Sack geht, trinken wir mal einmal eine Milch. Weg ist der Effekt. Und ja, wir guck mal, brauchen wir Parasek auch noch? Ne, Paras meine ich. Bin mir gerade nicht sicher. Wir sollten es vielleicht trotzdem mitnehmen, aber wo sind unsere Heiler? Haben wir die Heiler zu Hause gelassen oder haben wir die im Rucksack? Wir haben keine Heiler dabei. Die müssen wir uns craften. Das war, glaube ich, nur Eisen, oder? Eieieiei. Ich hoffe, die tauchen wieder auf. Eisen und Kupfer, das kriegen wir hin. Vielleicht übersehe ich die auch gerade nur irgendwo. Aber auf die Schnelle fällt mir nichts auf. Das ist ja weird. So, da haben wir auf jeden Fall wieder zwei davon. Das ist jetzt nicht das große Problem, aber weird ist es auf jeden Fall trotzdem. Die sind natürlich völlig entladen. Und wir müssen es einfach mal hier mit so einem Gengar oder so probieren, in der Hoffnung, dass nicht gleich die allererste Attacke des Paras weghaut. So, was könnten wir denn dann aber machen? Eine Hypnose für den Anfang. Es schläft. Sollen wir mal probieren, es direkt zu fangen, wenn es doch schläft? Vielleicht mit einem Flottball. War ja die erste Attacke. Geht doch. Also in normalen Pokémon, irgendwann ab einem gewissen Level ist das mein normales Vorgehen. Erstmal ein Flottball drauf und gucken, ob es ja vielleicht klappt. Jetzt wollte ich noch einmal dieses Parasekt mir holen und davon ein Bild machen. Ja, ja. Hey, guck mich mal an. Sehr schön. Aber wir holen unser Entoron zurück. Können aber noch nicht.
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier. Wenn wir da jetzt drauf warten müssen, aber wir können ja was anderes machen. Etwas, was wir beim letzten Mal auch gemacht haben, als wir darauf gewartet haben, dass unsere Heiler sich aufladen. Wir fahren mal zu dem Schiff darüber. Das kann man doch mal machen, wenn wir unsere Pokémon gerade eh nicht benutzen können. Ich versuche immer schöne Bilder zu machen. Nicht so, als wenn wir hiervon nicht schon Bilder hätten, aber nun. So, da gibt es Katzen. Sicher, hier gibt es ganz viel Kram. Ich nehme auf jeden Fall diesmal nicht alles mit. Also auf diesem Schiff gab es ganz schön viel. Und wir können längst nicht mit allem was anfangen. Hier ist so eine Art Karte, soll das wahrscheinlich sein. Das ist auch ganz cool gemacht. Also diese Schiffe sind wirklich cool designt. Das kann man nicht anders sagen. Wow. Also das lohnt sich hier wirklich richtig. So, jetzt gehen wir einmal da hinten. Da waren wir, ne? Ja. So, hier ist auch noch eine Kiste. Kartoffel. Was immer dieses Boxhorn kann, aber wir nehmen es mal mit. So, und dann diese Kelpblöcke. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das kann man notfalls nämlich immer als Brennmaterial nutzen. So, und da schaut mal, unsere Pokémon haben sich jetzt von der Ohnmacht erholt. Das ist nämlich das andere Gute. Wenn man ein bisschen Zeit vergehen lässt, dann erholen sich die Pokémon auch von sich aus wieder. Dried Kelp. Fische. Fische nehmen wir mit. Also Essenmangel hatten wir bisher eigentlich noch nicht. Egal, wir nehmen trotzdem einfach mal mit hier. Wer weiß, wer weiß. Ist ja schon ein bisschen was Wertvolles dabei. So, das Eisenerz nehmen wir auch mal mit. Und ich glaube, oh, dann können wir uns erstmal wieder schlafen legen. So, dann müssen wir unser Inventar mal kurz wieder aufräumen. Das Inventar ist schon ganz schön voll. Eieiei. Da müssen wir bald aktiv werden. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Hier gibt es wieder einiges an Kohle. Kohle nehmen wir mit. Also zum Looten sind diese Schiffe wirklich ziemlich genial. Also, wenn man schaut, wie diese ganzen Objekte, die man hier looten kann. Wir mussten noch nicht einmal wirklich. Also doch, wir waren schon mal unter Tage. Aber wir mussten es nicht wirklich. Also es gab immer genug zu holen. Auch an anderen Stellen. Und das erleichtert uns das Ganze hier doch schon enorm. So, jetzt einmal kurz was essen. Ah.
Glück. So, ich lasse jetzt mal wie ich ein bisschen was an Essen da. Das brauchen wir wirklich nicht alles. Auch Metall, also Eisenausrüstung brauchen wir nicht wirklich. Das wäre jetzt großer Quatsch. Eine Etage tiefer. Hier haben wir Villager und hier. Nein, 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 gib mein Schwert zurück. Also Brot haben wir jetzt gleich auf jeden Fall auch mehr als genug. So, dann geht's weiter hier durch den Bauch des Schiffes. Ach du Scheiße. Ich mich erschreckt. Ist ja einfach mal eine ganze Armee von Tieren. So, das war jetzt auch nicht mehr so viel. Wo? Ach so, hier ging's da oben. Ich wollte gerade sagen, wo geht's hoch? So, dann gehen wir nochmal hier runter. Kuchen essen. Wir sind satt. Eis. Die transportieren hier Eis. Das ist ja verrückt, wie lange das hält. Was haben wir hier für eine Potion? Oh. Nehmen wir. Wir nehmen alles. Warum habe ich hier überhaupt diese dummen Schilder mitgenommen? Das macht ja gar keinen Sinn. So, wir sind wieder raus. Ich glaube, das war's. Da gibt es nicht viel mehr zu looten. Auf dieser Seite ist kein Boot, dann ist unser Boot hoffentlich noch auf der anderen Seite. Ja. Vorher einmal kurz noch aufräumen. Zack. Nein. Okay, das kann weg. Und wir rudern da zurück zur Pilz, also Pilzinsel. Da haben wir ja auch noch unsere Heiler und sowas stehen. Nicht, dass wir die schon wieder verlieren. Das wäre jetzt auch schon ungünstig. Nein. Weg. So. Jetzt dürfen wir auch heilen und ich baue mal einmal ganz kurz unsere Endertruhe auf. Und, achso, Kartoffeln können auf jeden Fall weg. Und jetzt gucken wir mal hier, was wir hier nicht mehr brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall nicht das, 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 das. Pferd haben wir nicht dabei, kann alles weg. Schere können wir mal behalten. Ach, Trank des Glücks brauchen wir hier auch nicht. Das was fürs nächste Schwert dann irgendwann. So, Eisen haben wir zwei Stacks, ein einzelnes Redstone brauchen wir nicht. Das Netherquarz brauchen wir hier nicht. Wir haben dann vollen Stack Brote. Feuerzeug brauchen wir auch nicht mehr als eins. Fangen wir damit mal an. So,
Nochmal einen Blick durch den Rucksack werfen hier. Es fängt schon wieder an zu regnen. Sauerei. Guck mal, wir sortieren mal ein paar von diesen einzelnen Blöcken da auch mal aus. Das kommt noch da rein. Das warten wir mal ab, dann gehen wir schlafen und dann begeben wir uns weiter über den Ozean. Alles weg. Schlafen? Nö. Nun. Jetzt? Nein. Ach so, es ist gerade Tag geworden. Ja, dann fahren wir wahrscheinlich einfach mal bei Regenwetter übers Meer. Dann stört es, wenn wir von unten nass werden, dann werden wir auch von oben nass. Ja, mu. Und wir fahren weiter hier Richtung Osten. Gut, das ist aus Pokémon-Sicht bisher eine recht ereignislose Reise. Wir haben immerhin zwei Pokémon, Parasect und die Entwicklung gefunden. Wir haben ein Schiff gelootet. Aber sonst ja. Immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht ein paar ganz neue Biome da hinten finden, wo auch immer wir ankommen. Sehe ich gerade unter Wasser. Kommen jetzt gerade wieder Sachen zum Vorschein. Sind wir hier in einer lauwarmen Tiefsee? Okay, I see, I see. Da hinten ist wieder ein kleines Schiff. Wieder die Hoffnung, dass wir uns da hinlegen können zum Pennen. Bin ich erschrocken. Und? Können wir? Nein. Ja, dann bringt uns das ja nichts hier. Dann fahren wir weiter. Und wir haben schon wieder Meter gemacht hier. Das ist tatsächlich ein ganz schön großer Ozean. Der hat seinen Namen verdient, dieser Ozean. Das ist jetzt hier ein Korallenriff. Da leuchtet es auf jeden Fall überall unter Wasser. Da sind überall Seegurken. So, jetzt ist die Frage, wie ist das mit Pokémon in Korallenriffen? Ich springe einfach mal rein. Also, dafür, dass es ein Korallenriff ist, ist das hier ganz schön tot.
sehe weder Fische noch Pokémon. Na gut, Versuch war es wert. Wir fahren erstmal weiter. Und jetzt sagt er mir, es ist Nacht. Aber da leuchtet auch irgendwas. Fahren wir mal dahin. Ist das wieder so eine Pilzinsel? Kann es gerade noch nicht erahnen. Es ist auf jeden Fall eine Insel. Ja, die schauen wir uns vielleicht mal kurz an. Ich sehe gerade auf der Map, wir haben auf jeden Fall neue Gefilde entdeckt. Und was wir da finden, schaue ich mir aber auf jeden Fall erst in der nächsten Episode an, denn die Episode ist schon wieder vorbei. Und wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schauen wir mal, was wir hier in diesem neuen Kontinent, auf dem unentdeckten Kontinent in der nächsten Folge finden. Bis dahin, ciao und noch einen schönen Tag.